Aber wäre das dann nicht wieder ein Koch mehr, der im Brei herumrührt? Das ist nicht so schlimm. Über den Föderalismus soll durchaus diskutiert werden, sollen auch Kontroversen ausgetragen werden. Es ist ja gerade ein System, das eben die Mitbeteiligung und auch die Meinungsbildung durchaus anregt und ganz im Gegenteil zu den faulen Sprüchen über den Kantönligeist wissen vielleicht die Schweizerinnen und Schweizer gar nicht, was sie hier für einen Goldschatz der Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Ebenen für sich beanspruchen dürfen.